So, weiter geht's. Da, ich muss über die Brücke. Zum Glück jetzt erstmal die letzte Folge für die Aufnahmesession, danach gehe ich erstmal einkaufen. Ich hab noch Kühlung. Was sagt man an mit dem Haus? Kommst du hoch? Hört ihr es denn nicht, das Lied? Es ist alles falsch. Wir müssen es richten. Nun, das wird verdammt nochmal Zeit, ihr blöden Kerle vom Haus Redoran habt. Halt mal, ihr gehört nicht zum Haus Redoran. Nee. Ach, ich hätte es besser wissen müssen. Ihr zieht besser weiter, Fremder. Diese Mine ist verflucht. Sie wird euch verschlingen wie den armen Tagbrut, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Erzähl mir mehr darüber, was in der Mine vor sich geht. Entschuldigt das Knurren und Maulen. Wir warten nur schon so lange auf diese verdammten Redoran-Inspektoren. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben, wisst ihr? Meine Eierträger haben Ärger bis zum Hals. Irgendein seltsamer Ton verwandelt ihre Gehirne in Matsch. Die Quama macht er auch verrückt. Was genau bewirkt der Turm bei den Eierträgern? Sie wurden mit einem Fluch belegt. Sie sind durch nichts zu erreichen. Sie gehen einfach nur auf und ab und summen und plärren dabei wie die Idioten. Ich musste Tagbrut so gut wie bewusstlos schlagen, um ihn hier rauszuschleifen. Etwas an diesem Geräusch, an diesem Lied. Es packt sie an den Bärten und lässt sie nicht mehr los. Vielleicht könnte ich euch bei dieser Untersuchung helfen. Maras Gnade. Hab Dank, mein Freund. Ich soll eigentlich warten, bis die Redoran-Inspektoren auftauchen. Aber die können sich nach Sovngarde scheren. Ich will, dass meine Leute sicher nach Hause kommen. Tut, was ihr tun müsst. Aber bleibt nicht zu lange da drin. Ich will nicht, dass euch das Lied auch in seinen Bann schlägt. Könnt ihr mir noch mehr über dieses Lied erzählen? Nun ja, es ist wohl kaum ein Lied. Es ist nur ein Sammelsurium von Noten, wisst ihr? Sie kriechen einem hinter die Augen und machen einen ganz schwindelig, paranoid. Ich arbeite schon seit Jahren in diesen Minen und so etwas habe ich vorher noch nie gehört. Es könnte etwas mit den ganzen Beben zu tun haben. Alles klar, gehen wir dann mal rein. Skrip, wie die Arbeiter die jungen Quama nennen, bewegen sich frei durch die Quama-Kolonie. Skrip Trockenfleisch, das aus dünnen getrockneten Streifen Skripfleisch besteht, hat minimale stärkere Bla. Einfach mal durch. Ich werde gleich erstmal wieder rufen. Ihr hört es auch, oder? Ich sehe es hinter euren Augen. Es schwimmt dort drin.
Könnt ihr die Melodie sehen? Die Harmonie? Bitte, ihr müsst es doch sehen. Ein Lied, das Lied. Seht ihr, wie es schimmert? Seht ihr seine Töne, seine Farben? Es sollte dabei helfen, die Sache klarer zu gestalten. Die Dinge wieder heil zu machen, doch das tut es nicht. Das tut es nicht. Es muss geflickt werden. Macht die Ohren auf. Ihr müsst sie finden, die Melodie. Sie ist zertrümmert und verborgen, wisst ihr? Versteckt im Geräusch. Aber sie ist da. Das muss sie sein. Das muss sie sein. Okay. Vielleicht solltest du auch noch einen Psychiater suchen. Es ist noch nicht Zeit. Was wollt ihr? Nein, ich kann nicht gehen. Noch nicht. Ich habe versucht, dem Vorarbeiter zu folgen. Wirklich. Aber es lässt mich nicht. Erst wenn alles so ist, wie es sein sollte. Erst wenn alles perfekt ist. Ja, ja, das Lied. Ihr habt es gehört. Ich merke das. Sie sollte still sein. Sie ist noch nicht bereit. Sie ist nicht vollkommen. Aber jemand hat sich eingemischt. Der Boden bebte. Und die Einmischung. Sie haben sie kaputt gemacht. Sie haben sie verdorben. Ja, aber keiner von uns. Nein, es ist ein Tüftler. Ein Einmischer. Fummelt herum und macht Sachen kaputt. Beschmutzt sie. Er muss bestraft werden. Ja, das Lied muss rein sein. Es muss vollkommen sein. Wenn nicht, sind die Folgen... Oh, die Folgen! Okay. Verloren, wie alle. Quama, Bretone, Königin, Eierträger. Alle sind gleich. Alle sind nur Fleisch. Sie haben sie getötet. Sie haben ihre eigene Königin getötet. Seht ihr, was es tut? Was tut es? Kaputt. Alles kaputt. Im Augenblick nur die Mine, aber bald. Überall. Es ist völlig außer Kontrolle geraten. Spürt ihr es denn nicht? Es hallt nach und wächst. Hallt nach und wächst. Bald wird es zu laut sein, als dass die Mine es noch einschließen könnte. Alle werden es hören. Alle! Und dann... Nein! Wir müssen das in Ordnung bringen! Es muss gerichtet werden. Es muss perfekt sein.
Jaje. Naturverbot. Wird einer in eurem Tiefen gefällt, getötet oder weggesteckt, so erhaltet ihr 630 Leben zurück. Wenn ihr eine Tiergefährtenfähigkeit aktiviert, hat ihr zwei ultimative Kraft. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten. Das macht ja keinen Sinn alles. Das ist vielleicht in Ordnung. Eisige Aura. Das sieht auf euch wirken eine Verlangsamung um 7%. Das könnte auch interessant sein. Zerstörung starten. Auf jeden Fall kann ich gleich mal kurz meine komplett kopflos mal in den anderen Waffen nehmen. Dass ich das hier kapiert habe.
entladen. Das ist das Zeichen dafür. So. So. Dreamaholic Doom. Diesmal hätte ich es. Sei verflucht, du summender Schrotthaufen! Das ist doch Trotz, oder? Verzeih, dass ich dich kaputt gemacht habe, ja? Ich hätte dieses verdammte Ding nie anrühren sollen. Dummer. Ah! Grundgütige Götter! Ihr habt mir ja fast einen Herzanfall verpasst. Ihr seid ein Redoran-Vollstrecker, oder? Hört mal, dieses Ding ist fast schon wieder heil, versprochen! Wartet! Warum murmelt ihr nicht bloß sinnlos vor euch hin? Spart euch die Antwort. Ich kann nichts hören. Meine Ohren sind verstopft, wisst ihr? Siebläuse? Oh weh, ihr seid genauso verrückt wie die anderen, oder? Versucht euch zu konzentrieren. Dieser Resonator ist defekt. Ich muss diese Regler auf die korrekte Sequenz einstellen, aber ich kann die Töne nicht hören. Wisst ihr von einer Sequenz, die man hier einstellen könnte? Nickt einfach. Ausgezeichnet, sagte er und rechnete mit dem Schlimmsten. Dreht einfach an diesen Reglern, bis ihr findet, dass es die korrekte Sequenz ist. Mit diesem Hebel hier scheint das Muster dann umgesetzt zu werden. Ich bin mir sicher, sobald die Regler in der korrekten Position sind, wird irgendetwas passieren. Steht irgendwo links? Versucht es weiter. Es gibt ja nur 1024 mögliche Kombinationen. Wir haben das im Nu. Ich glaube, ihr habt es. Ja, das war's. Es klappt. Was ist geschehen? Los, verschwinden wir von hier. Ha, seht ihr? Es hat sich alles gefügt. Ich habe vor der Tür ein Lager aufgeschlagen. Dort können wir reden.
Warum reden wir nicht hier? Ah, der Held der Stunde! Ihr habt meinen tiefsten Dank und meine aufrichtigen Glückwünsche. Die Tatsache, dass ihr in eurem eindeutig verwirrten Zustand zu einer solchen Instandsetzung fähig wart, ganz außerordentliche Arbeit, einfach herausragend. Es scheint sich nun beruhigt zu haben. Ich hoffe nur, das bleibt auch so. Ich kann auch nur raten. Als ihr die Melodie korrigiert hattet, kehrte der Resonator in seinen Ruhezustand zurück. Vielleicht eine Art Schlummerfunktion, um Energie zu sparen? Wichtig ist nur, dass er Ruhe gibt. Allen guten Göttern sei Dank. Oh weh, ich hoffe es. Sie waren dem Effekt nur sehr kurz ausgesetzt. Aber wenn es noch ein Tag mehr gewesen wäre, schwierig zu sagen. Bitte lasst den Vorarbeiter wissen, wie schrecklich leid mir das alles tut. Wenn es etwas gibt, was ich tun kann, dann könnt ihr gerne bei mir in meinem Turm vorbeikommen. Ich wünschte bloß, ich hätte den Resonator genauer untersucht. Was haben Sie wohl mit einem solchen Gerät angefangen? Dient er vielleicht der Versklavung? Nein, nicht der Versklavung, das wäre zu offensichtlich. Bitte, nach allem, was ihr getan habt, würde ich sagen, dass euch mehrere Fragen zustehen. Ich will aber keine Fragen stellen, nur weil das so schlecht mit Roboter. Lottatatata. Alles klar, Freund. Warte, ich raus hier aus dieser Scheißhöhle, ey. Ich hab mir fast Kirre gemacht. Die Quest mag ich am liebsten. Das sind, glaube ich, meistens aber auch die Dings, die Hauptquests. Die Fähigkeitenpunkte dir geben.
das ja so einfach. Ihr habt es geschafft. Meine Eierträger kamen vor einigen Minuten aus der Mine gestolpert. Sie hatten Beulen und Kratzer und so manchen Kopfschmerz. Doch ansonsten waren sie unbeschadet. Was ist dort unten geschehen? Was von den Twemern? Wie hat... Ich arbeite schon seit Jahren in diesen Minen und ich habe nie irgendwelchen Twemer-Unfug gesehen. Wo ist dieser schneerückige Dunkelelf? Es war dieser Telvanni Skeva Revus, nicht wahr? Noch mehr Telvanni-Blendwerk. Und wenn ich daran denke, dass ich mich schon fast mit diesem Tölpel angefreundet hatte... Ach, genug Gegrummel. Ich bin nur dankbar, dass meine Leute noch leben und in Sicherheit sind. Das verdanken wir nur euch, mein Freund. Ich werde jede Nacht eine Flasche Met auf euch erheben, von jetzt an bis zum Ende der Welt. Bitte nehmt dies. Ihr habt es euch mehr als verdient für das, was ihr getan habt. Ich muss kaputt machen wieder. Ich hab die ganze Zeit bessere Schuhe gehabt, ey. 7-4, 7-4. Ich weiß nicht, was wir das verdanken. Mit ein paar Tagen Ruhe und was Orden. Dieser dumme Angriff. Juhu. Jo. Das war's dann noch erstmal für diese Aufnahme. Das ist ja schon. Wir sehen uns dann in diesem. Also, da rein. Die Aschländer flüstern von etwas. Im Wind. Ein Sturm braut sich zusammen. Das Chaos erhebt sich. Sie flüstern vom Ende von Morrowind. Unser aller Ende. Zeit, zu den Waffen zu greifen. Zeit, in den Kampf zu ziehen. Zeit für die Rückkehr. Nach Morrowind.